Sehr geehrter Herr Dette, sehr geehrte Frau Maibaum, dann muss ich auch die anderen Damen begrüßen, liebe Frau Kurze, Chiara, meine Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich will Sie zunächst auf eine kleine Zeitreise mitnehmen und jetzt muss ich gestehen, habe ich ein kleines Problem. Ich habe nämlich überlegt, wann haben wir das erste Mal über den Optikparcours gesprochen? Zwischen 2004 und 2005 ist alles im Angebot. Sowas in der Zeit. Ich denke, so Ende 2004 war es mit, ja, als Sie mit Ihrer Idee erstmals aufgeschlagen sind. Sie haben ja, sind ja hier umgezogen mit und haben das Objekt erworben. Und dann ging es auch gleich los nach dem Motto, also hier muss was geschehen in der Stadt. Das war so die Aussage. Also wir einigen uns auf 2004. Und dann hat der Optikparcours ja damals eine wunderbare Dynamik genommen. Ja. Ich entsinne mich, wir haben jeden Monat einmal eine Tagung in der IHK gehabt. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, habe ich gedacht, oh, ich werde alleine da sitzen. Und jedes Mal waren mehr Menschen da. Aber ich hatte damals, oder wir beide, hatten ein großes Problem. Denn wenn Sie durch die Stadt gehen und wollen alle möglichen Leute motivieren, bei so einem doch etwas auch damals außergewöhnlichen Projekt wie dem Optikparcours mitzumachen, dann konnten sie in den Augen der Menschen immer eine Frage sehen. Was wird er denn selbst machen? Hm. Was wird Erbach, was wird IPEM als ja, Eigentümer hier des Union-Kaufhauses, was würden die selbst beim Optikparcours für einen Beitrag leisten? Und es hat dann verschiedene optische Unternehmer gegeben, die uns Angebote gemacht haben, was man zusammen machen könnte. Da gab es den Vorschlag sozusagen wie so ein U-Boot-Rohr, hier unten beginnt am Karl-Kellner-Ring und dann guckt man über das Dach und dann sieht man auf die andere Seite der Lahn. Aber ich habe gesagt, da kann man ja auch auf das Parkdeck gehen, dann sieht man das auch. Das ist nicht authentisch. Und lange Zeit waren wir auch tatsächlich ein bisschen ratlos, denn diese Herausforderung haben wir schon auch für uns selbst gesehen, dass man schlecht andere Menschen dazu motivieren kann, über sich selbst hinauszuwachsen und selbst dann irgendwie daneben zu stehen. Und das Schicksal wollte es, dass wir dann nach Nürnberg gefahren sind. Eigentlich wegen eines ganz anderen Projektes, Indoor-Spielplatz, Ihnen wird das mal noch was sagen, Stadt der Spiele Nürnberg. Und wir hatten morgens einen Termin im Feld der Sinne. Und unser Gesprächspartner sagte, ich muss Sie alleine lassen. Ich habe einen Termin in unseren Dunkelgängen. Und der Rheinländer in der mir ist neugierig und hat gesagt, das, was ist das? Das will ich wissen, das will ich sehen. Und dann haben wir uns für den Nachmittag verabredet. Wir waren damals zu viert unterwegs. Annette Winkels, Martina Fischer, der Christoph und ich. Und dann sind wir in diese Dunkelgänge und das Erste war, dass wir in einem Café gesessen haben. Wir haben Cola bestellt, dann ging es schon ans Bezahlen, das war schon das erste Problem. Haben aber irgendwie alles gemeistert. Und dann war dieser Dunkelgang, simulierte ein Haus mit einem Gartentor, Haustür, Garderobe und dann die verschiedenen Räume bis hin zur Küche, wo der Herd auch leicht angewärmt war. Und das Ergebnis war, dass wir vier ganz, ganz unterschiedlich reagiert haben. Der Christoph ist durchmarschiert. Keine Drehung, nix. Die Martina Fischer vom BAFA, kennen wir sie noch, die sagte, mich kriegen keine vier Pferde aus dem Café, wo ich das jetzt erlebt habe, in dieses Haus. Annette Winkels sagte, ich bin nass geschwitzt. Und ich habe geschwiegen wie ein Grab. Das ist auch heute noch so, gell, Thomas? Wenn ich im Dunkeln bin, im Dunkelkaufhaus, dann ist das ganz häufig so, dass ab und zu nachgefragt wird, ist er noch da? Und dann sitze ich da ganz still. Aber als wir nach Hause gefahren sind, und es war ziemlich am Kreuz der Wiesbadener Autobahn mit der A3, sagte ich, liebe Leute, wenn uns vier das so unterschiedlich berührt hat, dann werden wir genau das machen.
wir werden Dunkelgänge bei uns im Kaufhaus Union eröffnen. Und dann fingen die Probleme eigentlich erst an. Denn wir hatten natürlich überhaupt keine Erfahrung. Der erste Glücksfall war, dass wir dich, Thomas, getroffen haben. Marburg, ein bisschen die Hauptstadt der Blinden. Wir sind über die Arbeitsagentur an dich gekommen. Du bist dann auch zu uns nach Wetzlar gekommen. Wir haben über die Idee gesprochen. Und die erste konkrete Idee war damals, wir bauen zwei Küchen auf. Eine Küche im Dunkeln und eine im Hellen. Aber das hat auch so richtig nicht gepasst. Und dann sagte ich, wir sind im Kaufhaus. Das ist ein ehemaliges Kaufhaus. Lasst uns ein Kaufhaus mit Verkaufsräumen eröffnen. Das haben wir dann auch sehr schnell konkretisiert, ist dann auch so geworden. Wir nennen das auch heute so, der erste Verkaufsraum heute ist zum Hören, der zweite zum Fühlen, der dritte geht es um Geschicklichkeit und dann geht man ins Dunkelcafé. Und dann war natürlich die Frage, wie nennen wir das Ganze? Und ich kam damals auf die Idee, dafür hat mich Thomas Brendel mehrfach hinterher ein bisschen gescholten, das Dunkelkaufhaus zu nennen. Das ist ja eigentlich ein Paradoxon. Denn ein Kaufhaus, und wir sind jetzt in der Weihnachtszeit, ein Kaufhaus, das erleben wir gerade jetzt, das lebt vom Glitzer, von Lichteffekten, dass alles schön angestrahlt ist. Und ein Dunkelkaufhaus, das ist paradox, das ist das Gegenteil. Und das hat damals auch in der Startphase für viele Nachfragen geführt, weil hat das was mit Konsum zu tun, ist das konsumig, da hat es auch ein bisschen Kritik gegeben, das haben wir dann alles, über die Jahre hat sich das alles oder sehr schnell auch schon eingependelt. Aber es hat, und das soll es ja auch ein bisschen, dieser Name provozieren. Ich weiß, dass wir an der Lahn entlang gingen und da waren wohl drei Damen, die gerade im Dunkelkaufhaus waren, die unterhielten sich ganz angeregt und sagten, das war jetzt eigentlich ein ganz tolles Erlebnis, aber warum heißt das Dunkelkaufhaus? Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, damit Sie sich das fragen. Ja? Also erstmal schicken wir mit diesem Namen schon die Leute auf eine kleine Reise und fordern sie heraus, sich damit auseinanderzusetzen, was wird sich wohl dahinter verbergen. Und ich erlebe das ja, wenn bei uns an der Tordurchfahrt ganz viele dann auf das Schild zugehen, wo die Schriftzeichen, die Worte, die Buchstaben verwechselt sind. Und ganz viele lesen dann auch sehr angestrengt und setzen sich damit auseinander, was es da wohl zu sehen gibt. Oder eben auch nicht. Und dann haben wir, als wir es umgesetzt haben, gelernt, dunkel ist nicht gleich dunkel. Wir sind davon ausgegangen, man streicht das mal ein bisschen schwarz. Die Decken, die haben wir schon weiß gelassen wollen. Dann muss man nur das Licht ausmachen und alles ist gut. Nee, das strahlt. Wir haben uns wirklich daran gewöhnt und es war eine harte Arbeit, dem Anstreicher zu sagen, es muss wirklich alles schwarz sein. Der wollte nicht. Ja, es muss alles schwarz sein, es muss absolute Dunkelheit sein und damit tauchen wir selbst und unsere Besucher in eine ganz fremde Realität ein, die für euch Blinden und Sehbehinderten die Realität ist. Aber für uns ist es eine fremde Welt, in die wir eintauchen. Und wo wir als Sehende lernen, dass ihr, wo wir eigentlich annehmen, dass ihr auf unsere Hilfe angewiesen seid, was viel, viel besser könnt als wir und dass wir auf euch vertrauen können. Und dieses Angewiesensein, dieses Vertrauen können auf andere, das ist vielleicht, auch wenn man es sehr reduziert, das, was der große, in Anführungsstrichen, Lerneffekt des Dunkelkaufhauses ist. Wir lernen, dass wir in eine gewisse Hilflosigkeit kommen, aber dass es Menschen gibt, von denen wir bisher angenommen haben, dass sie schwächer sind als wir, die uns helfen, die uns führen, denen wir vertrauen können. Und wir merken, dass wenn das Augenlicht wegfällt, sich die anderen Sinne schärfen mit zunehmender Zeit, dass wir, und das ist Stichwort Zeit, dass wir auch völlig die Zeit vergessen. Denn wir haben heute ja ganz viele Angebote. Wir sind gestartet mit den normalen Führungen, aber heute haben wir Whisky-Tastings, Vier-Gänge-Menüs, Schokoladentastings, Kindergeburtstage und alles Mögliche. Und wenn man die Leute dann fragt nach so einer Weinprobe, was glauben Sie, wie viel Zeit ist vergangen,
Dann sagen die meisten, ja, das wird so eine gute Stunde sein und wundern sich dann, wenn es 3 Stunden sind. Wir vertrauen euch und eins der großen Stichworte, was wir in dieser Zeit haben, ist das Thema Inklusion. Das Dunkelkaufhaus ist gelebte Inklusion. Hier reden wir nicht darüber, dass blinde, behinderte und in Anführungsstrichen gesunde Menschen miteinander leben sollen, sondern hier tun wir das ganz praktisch. Und hier erlebt auch jeder von uns Sehenden, wie schwierig das ist, wenn es eben nicht barrierefrei ist. Wenn wir nicht das Dunkelkaufhaus so gebaut hätten, dass man zu ebener Erde ganz sicher auf die andere Seite kommt. Das ist für euch im Straßenverkehr, im ganz normalen Leben eine Herausforderung. Und insofern ist das Dunkelkaufhaus tatsächlich gelebte Inklusion. Am 17.12.2008 haben wir den 2. Bauabschnitt mit Ihnen, Sie waren damals Oberbürgermeister, das Optikparcours eröffnet und eines der Highlights, die erste Station war, Sie erinnern sich vielleicht, der Bürgerbrunnen, ja. Wir haben 21.733 Euro damals an Spenden von Bürgern bekommen und die zweite Station war schon hier das Dunkelkaufhaus. Der Raum war rappelvoll, es ging kaum einer mehr rein und das war der erste Tag, die ersten Führungen, die wir gemacht haben. Und wenn ich so zurück überlege, das war schon ein großes Wagnis. Und ich bin sonst ganz mutig, vielleicht nicht jede Wette drauf gesetzt, ob wir das 10 Jahre aushalten. Wir haben auch ab und zu schwierige Zeiten gehabt. Eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen, ist die Frage des Personals. Thomas Brendel ist jetzt 10 Jahre und dafür herzlichen Dank, ganz fest an Bord. Aber wir haben auch viele Kollegen aus dem Blinden- und Sehbehindertenbereich. Und das ist auf der einen Seite das große Glück. Viele von denen finden Arbeit, aber das stellt uns immer wieder vor die neue Herausforderung, wie bekommen wir neue Mitarbeiter? Denn wenn wir Führungen haben und immer dann, wenn die Schulferien auf uns zukommen, dann stehen wir vor der größten Herausforderung, dann haben wir etwa 1600 Schüler in kürzester Zeit und die Führungen können immer maximal zu 12 Personen gemacht werden. Warum? Weil Thomas und seine Kolleginnen und Kollegen sich ja an den Namen und an den Stimmen orientieren müssen und jeder sich auch nur eine begrenzte Anzahl von Stimmen und Namen merken kann. Die Obergrenze ist 12. Wenn so eine Klasse aber 36 hat, dann müssen wir 3 Führungen hintereinander anbieten, die etwas zeitlich versetzt sind. Und dann gelingt das eben nicht mit nur dem Thomas, sondern dann brauchen wir Helfeshelfer. Und das ist immer in den letzten Jahren eine der Herausforderungen gewesen. Genauso wie es die Herausforderung war, dass wir gestartet sind mit den Standardführungen, aber heute eben, wie wir es nennen, ganz viel Mehrwertprodukte anbieten. Also wie eben schon gesagt, zum Beispiel die Weinprobe. Und da haben wir nicht genügend Wochenenden. Ja, die Nachfrage nach Menüs ist enorm, aber wir haben nur 52 Wochen. Also wenn es nach Thomas Brendel gibt und Weihnachten jetzt vor der Tür steht, dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt in seinem Kopf spazieren gehe, dass er sich wünscht, das hätte noch ein paar mehr Wochenende im Jahr. Also eine große Herausforderung, die vor allem gar nicht wir beide als Ideengeber, Initiatoren und auch diejenigen, die finanziell immer gerne dabei sind, stemmen, sondern die unsere Blindenfreunde stemmen. Und das ist ein hohes Lob erstmal und einen ganz herzlichen Dank, dass das so ist, Thomas. Natürlich haben wir versucht, von unserer Seite immer wieder zu unterstützen. Und damals habe ich die beiden Bücher geschrieben mit Max und Moritz auf dem Optikparcours oder nur das, was es zum Dunkelkaufhaus gibt, das bekommen die Kinder auch immer geschenkt, beide, glaube ich, wenn sie hier zum Kindergeburtstag kommen. Ja. Und ich habe es eben schon erwähnt, einer der beiden kleinen Protagonisten, der Moritz, ist uns leider vor 4 Wochen gestorben. Wir feiern jetzt ein ganzes Wochenende, so wie sich das gehört, für einen anständigen Geburtstag. 10 Jahre Dunkelkaufhaus, das fängt heute Abend um 18.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst an
Und dann wird es am Samstag und am Sonntag eine Vielzahl von Veranstaltungen geben, zu der vielleicht der Thomas gleich noch was sagen kann. Aber wir wollen das mit dem Geburtstag auch ein bisschen krachen lassen. Und dass man, wenn man eine schöne Feier hat, dann gehört dazu auch immer, dass man die finanziellen Mittel dazu hat. Das ist allen hier im Raum bekannt, dass Christoph und ich am 15.8. Hochzeit gefeiert haben. Und wir haben unsere Gäste aufgefordert, dass sie uns bitte keine Geschenke mitbringen, sondern dass sie etwas fürs Dunkelkaufhaus spenden. Und die Spenden, die zusammengekommen sind, betragen 10.300 Euro. Aber damit nicht genug. Christoph und ich haben damals versprochen, und so wollten wir auch unsere Gäste motivieren, dass wir die Spenden verdoppeln. Und das möchten wir heute